Warte, wo bin ich jetzt? Eine Frage, muss ich antworten? Oder muss ich auf das jetzt nicht antworten? Nee, nee, muss nicht. Geil, da gibt's Blinker. Weiter. Ich hoffe, das hat er nicht jetzt erst rausgefunden. Boah, ich bin lost, oder wie schalte ich jetzt wieder in die Außenansicht? Blinker gibt schon seit LS 17. Ja, wisst ihr, wenn ich in der Außenansicht bin? Oder nicht? Ja. Ah, okay. Na, das habe ich nicht checkt, was Blinker gibt. Also das Spiel ist genau rechts von dir jetzt. Genau in der Mitte am Feld. Genau dort, wo ich fahre, geradeaus. Da geradeaus ist einer, sehe ich. Ja, das ist aber halt nicht von mir geradeaus. Da liegt mitten am Strohfeld, der ist runtergerollt. Okay. Ich versuche gerade wieder. Von dir geradeaus. Jetzt hinter mir. Bist du da nicht einmal im Feld? Da ganz unten ist einer. Das zeige ich ja. Step oder? Ah, da liegt noch ein Grasball auch. Also ein Stroh. Er Aber den huft. sammle ich jetzt mal nicht ein. Jetzt? Schau mal. Da sind zwar noch immer weniger dann, aber schneller geht's trotzdem. aber halt wieder mehr Platz, ist ja die Platzsache auch. Ja. Das schneller wird es auch so gehen dann. Auch wenn es nur 10 sind. Oh, Dann labernd. Genau auf meine Spur. Ich muss rechnen, es könnten 20 solche Anhänger jetzt werden. Zählt dann jeder Ballen? Der andere nimmt halt doch 8 mehr auf. Also, ich habe 26 Ballen oben, gell? 26? Mhm. Okay, dann nimmt er doch nicht mehr auf. Achso, weil sie ja kleine sind, stimmt, die großen waren. 10 unten. Stimmt. So, wie tue ich die jetzt aber abladen? Zauberer, genau.
Schalt I. Labernd. Hey Boss, ich hol dich raus. Okay. Da, Red Bull, der verleiht Flügel. Also von so einer Werbung oder so? Okay. Red Bull verleiht Flügel. Flüge. Hey, ich muss da kurz rausstoppen. Geöffnet. Es gab eine Tour. Der Austria könnte man das sagen. So. Ach so, sagt er. Er hat sich geöffnet. So, mit Rixer. Steuerreihe für die Ertragssteigerung von Feldern. Dazu bräuchten wir mal einen Mist. Den kannst du haben. Ja, was ist das? Haben wir schon 50.000 so nebenbei wieder erfarmt? Das heißt, wenn jetzt schon ein bisschen was Interessantes kommt, kann man schon wieder zuschlagen. Ups, jetzt bin ich einen Screenshot gemacht. Schon ein bisschen flüssig. So geht's. Na gut, das heißt, das geht ans Mulchi-Mulchi. Alter, was ist denn das für ein Ding, bitte? Warum? Wie viel PS hat denn das, Alter? Ja, muss ich oder was? Ja. Boah. Ich schätze, würde ich sagen 150. Ich fahre mit dem. Nicht immer noch am 150, ja. Ich fahre mit dem nur 6 km/h. Kann auch möglich sein. Weiß nicht, was der maximal hat. Ja, ohne dass ich ihn eingeschalten habe. Ohne dass du ihn eingeschalten hast? Ja. Sicher? Ja. Wollen wir schauen? Sicher lustig. Bitte. Ich fahre jetzt 40, 43, 45, 46, 47, 50, 52. Alter. Da gibt's einen Trick. Wenn das Ding am Boden ist, fahrt man auch langsamer. Okay, das war am Boden. War gesenkt. Okay. Krass.
Bist du jetzt noch drinnen? Nein. Halt. Ich bin schon wieder am Ballen machen. Wenn du halt nicht klarkommst, wie gesagt, dann kommen wir auch draus. Mhm. Aber es ist nicht so schwer, also. Ich probier mal. Was ist denn der Zumpf ist? Bam, wegfrisst hat er so wieder. Jetzt war ich wieder eine 6 km/h, Alter. Also wäre geil, wenn es wieder mal hell werden würde, Alter. Seht ihr überhaupt nichts. Ja. Der Baumstamm ist groß, wenn du mit der Fräse dagegen fasst und auf Widerstand hast, obwohl die Fräse oben ist. Bitte werde heller, oh bitte werde heller. Ja. Man sollte das Feld dann eh von rauf runter mähen. Sonst wird's scheiße. Was meinst du? Mähen jetzt oder sehen? Mähen. Mähen. Also sollen ja alle Ballen aufs Ufer. Wie jetzt. Das merke ich gerade, ja. Wir rollen es wenigstens runter. Aber jetzt merkt man halt, wie praktisch dann doch dieser Wender war. Ja. Weil die kleinen Ballen wollen natürlich noch besser als die großen. Mein Gewicht haben.
Jetzt gut? Mhm. Sache ist halt. Ja gut, das haben wir eh gewusst. Ja, der Tausch, wenn du willst. Na, geht schon. Gehört ja auch gemacht. Ich hoffe, dass ich alles mitgenommen habe. Bitte sehen wir dann eben beim nächsten Mal. Ja. Nächsten Durchgang kann man ja dann, sobald man wo anfängt, kann man schon dann mit dem Traktor kommen quasi. Stimmt. Schon wegmachen. Der Wanderbaum. Der wandert immer von einem Feld aufs andere. Warum? Oh. Ich glaube, der war zuerst drüben auf dem Feld, jetzt ist er bei mir im Feld. Die Baumstümpfe dienen auch teilweise als Ballenstopper. Wirklich, das Ballen ist jetzt genau bei so einem hängen geblieben.
Das ist eines, das kann ich nicht abfräsen, Alter. Da bin ich jetzt schon viermal drüber gefahren. Das geht nicht weg. Ja. Boah. Jo, bin da. Ja, da. Lass dich nämlich auch nicht nehmen. Okay, ist weg. Danke. Okay, das heißt, habe ich zu wenig gesenkt. Werde ich auch Bäume umsingen? Da gibt es eine eigene Maschine. Oh ja, es geht! Ich habe den Baum umgesägt. Echt, das geht? Ja. Ich probier's nochmal. Oder war das Zufall? Ah, mit dem geht's nicht, aber den anderen, ich schwöre dir, den habe ich umgesägt. Ja. Hörst du eigentlich manchmal das Stadion auch? Oder bist du da zu weit weg? Sagen wir mal so, wenn ich im Schlafzimmer bin und es ist Abend, wo es eben schon ruhig ist, dann ein bisschen, sonst nicht. Aber die Bauten genau vis-à-vis, dort muss ein Wahnsinn sein. Da hörst du sicher Uhr. Sicher. Und wie ich die Leute kenne, haben sich die sicher schon aufgeregt. Na gut, aber. Ah, ich war zuerst da. Na gut. Hast du das mitbekommen mit der Arena? Welche Arena? Okay, Arena ist eine Konzertlocation. Achso, die Arena, ja, okay. Die Arena, ja.
da haben sie vor Corona hingebaut, dort ganz in der Nähe Wohnhäuser. So bayerische Gimmicky. Während Corona war die Arena zu, war alles super. Jetzt natürlich ist die Arena offen und man hört Lärm. Jetzt regen sich die Leute auf, sodass sich die Arena eine, also da geht es um die Außenkonzerte, dass sich die Arena jetzt eine neue Anlage um 1 Million zulegen muss, damit diese, die ist dann irgendwie leiser und irgendwie effizienter und so weiter. Und das ist aber eigentlich Arena ist ein Verein, ja. Also, da denke ich mir auch, wie kommen die Leute dazu? Das ist halt wieder, gehört nicht der Stadt Wien, nicht staatlich, interessiert kann, müssen sich an die Regeln halten. Was dann halt wiederum cool war, ist, dass sich da, dass Stadt Wien hat gesagt, sie beteiligt sich, Buwo, ich weiß nicht, ob das Buwo ist, oder? Die Bauträger beteiligen sich auch, aber trotzdem, Arena muss trotzdem was zustricken, ja. Obwohl es eigentlich nicht notwendig ist. Ich war zuerst der Bruder. Ja, wirklich. So, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin da jetzt fertig. Roark. Außer ich habe irgendeiner übersehen. Aber das werden wir dann sehen. Hattest du jetzt vor? Wow. Jetzt tue ich mir die Ballen da entfernen. Auf dem Feld. Und dann hätte ich es angesät. Warum? Ja. Hey, die Ballen dort entfernen. So. Jetzt hätte ich das für dich gemacht. Baumstamm gesehen. Mach ruhig weiter. Bin jetzt gespannt, ob man jetzt einen Geschwindigkeitsunterschied merkt. Oder auch einen Füllunterschied. Weil ich fahre jetzt dann gleich diese, wo halb normales Grasfeld und halb unser Grasfeld ist. Ah, okay. Oder soll ich irgendwas anderes machen, dann aktiviere ich den Helfer, dass das Gras ansieht. Ah, das Gras, die. Machen wir wieder Weizen oder was anderes? Na, Hafer für die Pferde jetzt. Okay. Die wir noch nicht haben. Ja, die holen wir jetzt, dann haben wir gesagt, erst durch ein Hühner, zweiter durch ein Pferde. Ah, okay. Kann man die Hühner auch Hafer verfüttern? Nein. Aber was ist, wenn uns das ausgeht? Glaubst du, dass uns ein ganzer Dings ausgeht? Nochmal gewachsen ist? Ja, 30.000, oder? 26, glaube ich. Ja. Gut, sind auch fast 2 Jahre. Dann brauchen wir aber fix noch einen zweiten Anhänger. Ja. Dann halt. Hey, das haben wir eh gesagt. Weil wir müssen auch jetzt nicht auf Hafer gehen und können so was anderes machen. Na, passt schon. Mir ist wurscht, solange ich irgendwann meine Bienchen aufstellen kann, ist mir das wurscht. Du kannst auch erst das Biene machen. Dann, ja, okay. Beide. Wir können ist das gleich.
Mir auch. Pferde sind okay. Nur wenn wir keine Zeit haben, sie einzureiten. Ja, da hoffe ich, dass die Mod funktioniert. Ah, okay, gibt's auch eine Einreitmod quasi. Ja, so ein Pferdetrainer. Ah, okay. Mal gucken, wie hätten keiner es hat. No. Ja, also man merkt einen Unterschied. Warst du mal 9 am Grasfeld, hier fahre ich jetzt 11. Okay. Na, 113, Entschuldigung. Den starken Bauer. Man, wie gesagt, mir ist egal, wir können auch erst eine Biene machen, dann Pferde. Weil das ist ja wurscht, Hafer können wir ja trotzdem machen. Ja, ja, aber wie du willst. Wir können ruhig. Mir ist wirklich wurscht. Das ist der falsche. Irgendwelche Tiere halt. Ja, mach mal Tiere. Wurscht, welche? Gut, das kommen eigentlich eh sowieso alle, also ist eigentlich wurscht, was wir wann machen. Ich weiß halt nicht, wann wir dann verkaufen. Gut, wie viel kosten Pferde? Also nicht 25.000. Glaube ich. Das ist ein Stall. Inklusive Stall oder? Ja, der Stall kostet 120.000. Gut, da wird sicher alles ausgehen, sag ich mal. Ja schon, aber es bringt nichts, wenn wir den Stall und die Pferde kaufen, wenn das Hafer gerade mal angesehen ist. Ja, stimmt. Dann ist das wieder totes Kapital. Das dient. Buck, Buck, Alter, Buck. Was denn? Das ist Buck, Buck, Buck. Ein bisschen über die Bahn gefahren wieder. Über welche Bahn? Ballen. Ballen. Aber vielleicht machen wir dann doch gescheiter erste Bienen. Weil wenn der Mod dann nicht funktioniert, dann haben wir wirklich totes Kapital. Dann würde ich sogar die Pferde wirklich erst zum Schluss vielleicht nehmen. Oder vor die Schweine zumindest. Mhm. Wie du magst. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sagst du? Das hat ja mit anderen, aber wenn es nicht funktioniert, dann ist es ja wirklich totes Kapital. Ich gehe jetzt um die wirtschaftliche Lage. Wirtschaftlich gesehen wäre das ein Rückschlag. Und dann wären, sage ich, 150.000 quasi weg. Was uns jetzt eigentlich noch wehtun würde. Ich würde sagen, dann nehmen wir die Pferde, so das vorletzte, vor die Schweine. Mhm. Wie gesagt, ich würde da auch nichts einreden. Ah, das ist ja unser Ding. Ja. Wir müssen halt wirtschaftlich denken. Gut, dann müssen wir die Ziegen raushauen. Ja, wieso? Sie produzieren ja noch für uns was, also. Ja, was? Ja, Fleisch. Also, wir können sie ja verkaufen. Das ist ja nicht so, dass sie nur herumstehen. Sie vermehren sich und wir verkaufen sie dann. Und dann, wenn wir die Schafe rüber transferieren können, haben wir die Schafe rüber. Okay. Das ist ja kein totes Kapital, aber wenn ein Pferd drin steht, das nicht geritten wird und nur herumsteht, ist ja was anderes. Ja. Hm. Ist blöd, dass. Kann man? Naja. Ist blöd, dass man das nicht irgendwie mit gröberen, ohne gröberen Verlust testen kann. Nein. Aber wie gesagt, das ist realistisch dann zumindest. Oh. Na gut, mit realistisch hat das jetzt nichts zu tun.
Hast du jetzt eigentlich irgendwo noch das Saatgut? Aber warte mal, ich tue jetzt Hafer anbauen, gell? Das heißt, ich tue es umändern eigentlich. Du bist. Oder bauen wir Hafer an und verkaufen wir das einmal. Komm mal, nicht wurscht. So.